Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute etwas erzählen über Switch-Anweisungen, die eine gute Alternative bieten zu einem Sammelsurium von if-Abfragen. Dann legen wir auch am besten gleich mal los. So, ich habe hier schon meine Variable String vorbereitet. Der Name der Variable lautet Test und der Inhalt ist Haus. Wir werden nun die Anweisung Switch implementieren und werden dazu unseren String benutzen. Das heißt, wir fragen quasi nach, ist der Inhalt von Test, ist das vielleicht? Und jetzt kommen unsere Auswahlmöglichkeiten. In diesem Fall ist das zum Beispiel, was nehmen wir da mal? Hund. Wenn das Hund ist, dann gebe auf dem Bildschirm aus, meinetwegen Hund. Und so. Und unterbreche den Vorgang. Das werde ich aber gleich noch genauer erklären. Ich werde an dieser Stelle das mal eben fertig schreiben und dann komme ich zu euch zurück. Bis gleich. So, ich bin nun fertig und kann euch das nun ganz genau erklären. Wir haben also nochmal unsere Switch-Anweisung. Diese Switch-Anweisung schaut auf die Variable Test. Hier oben ist unsere Variable Test. Der Inhalt der Variable Test ist Haus. Als nächstes wird die erste Möglichkeit abgefragt. Das heißt, handelt es sich um Hund? Nein, in diesem Fall nicht. Also springt er zum nächsten Case. Jetzt schaut er hier nach. Ist es Maus? Handelt es sich um Maus? Ja, nein, vielleicht, nein, okay, alles klar, es ist nicht Maus. So, als nächstes schaut er nach. Ist es Katze? Nein, es ist auch keine Katze. Und dann kommt unsere Anweisung. Case Haus. Ist das, was hier oben drin steht, Haus? Ja, es ist Haus. Wenn das so ist, führe Folgendes aus. System out println Haus. Das heißt, er gibt Haus auf dem Bildschirm aus. Und was ganz wichtig ist, danach kommt das Break. Das Break habe ich noch nicht erklärt. Damit könnt ihr in diesem Fall quasi abbrechen und diesen Durchgang verlassen. Ja, das heißt, das Programm wäre dann an dieser Stelle zu Ende. Er würde keine weiteren Case-Abfragen dann durchführen. So, wir können das mal ausprobieren, indem ich das Programm jetzt einfach mal starte. So, und was passiert hier? Zack, er gibt Haus auf dem Bildschirm aus. Super, genau das, was wir haben wollten. Das bedeutet also, wir können auch anstelle eines Strings können wir auch einen Integer abfragen, also eine Zahl, oder aber wir können auch einen Charakter abfragen oder sogar einen Boolean-Wert. Das alles bietet uns dieses Switch für feste Werte, das heißt also, wenn wir feste Auswahlmöglichkeiten haben, beispielsweise die Wochentage, da gibt es nur Montag bis Sonntag, da wird kein weiterer Wochentag denn dazu erfunden werden. Dafür ist es relativ hilfreich, Switch-Case-Anweisungen zu nehmen. Das war's eigentlich schon. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Tutorial. Tschüss!